Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo. Jahreshoroskop 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserer Sonne, das gesamte Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Dadurch ergibt sich die Zeitalter und wir leben gerade in Wassermann-Zeitalter. Diese Bewegung wird bei der Berechnung in indischen Horoskopen berücksichtigt. Also nicht wundern, dass das eine andere Berechnung ist, andere Ergebnis. Es ist nicht identisch auf dem westlichen Horoskopen. Kabbala ordnet die Engel. Das ist ein System. Und Kabbala beschreibt, dass jeden Tag ein Engel herrscht über den Tag. In dein Geburtstag wurde beherrscht von Engel Harachel und hat die Zahl 59. Engel Harachel ist Engel die Reichtum, auch das inneren Reichtum. Eine allsehende Engel. Engel die Fruchtbarkeit, Klarheit und Wahrheit, liebt das Gute und Schöne, schützt uns vor Verlust und hat Heilenergie. Das ist dein Schutzengel. Es gibt noch zwei weitere Engel, einmal für die Emotionen, einmal für den spirituellen Bereich. Dann sehen wir hier die 12 Lebensbereiche. Der erste Lebensbereich bedeutet deine Persönlichkeit, dein persönliches Umfeld, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten und so bist du wahrgenommen. Das ist dein Geburtsmoment und diesem Augenblick, wo du die erste Atemzug geholt hast, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Lagna, dein Aszendent. Und diese Schütze-Energie begleitet dich bis zu dein Lebensende. Du bist ein Kind davon. Die Schütze gehört zum Feuerelement, aktiv. Man kann leicht von etwas begeistern. Und Schütze ist sehr beweglich. Das kann Sportaktivitäten bedeuten, Auslandreisen, diese Beweglichkeit. Die zweiten Lebensbereiche hier zeigt die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor und diesem Tor ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich hast du dieses Bedürfnis nach Anerkennung und Ansehen und wenn du deine Finanzen verbessern möchtest, dann konzentriere auf diese, setz das als Ziel. Aber ist wichtig auch die Wertschätzung und hast auch dieses Bedürfnis. Der dritte Lebensbereich ist Schulungen, Bildung, kleinere Reisen, kleinere Veränderungen im Leben, vieles Neues erkunden in vertrauten Umgebung, die Kontakte zum Nachbarn, Bekannten, Verwandten. Und bedeutet auch Medien, Internet. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Wassermann. Der tiefste Punkt des Horoskopes, ich vergleiche das immer mit einem Baum, das würde heißen, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verankert, verwurzelt, zeigt
unserem Zuhause. Dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Hier hast du karmische Erinnerungen, weil die absteigende Mondknoten Ketu, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, ist in diesem Bereich. Die fünfte Lebensbereich zeigt deine Kinder, später deinen Enkelkinder, aber auch das eigene Kindheit, diese Erinnerungen, dein inneren Kind. Hier ist die Kreativität, Lebensfreude, etwas schöpferisch gestalten. Dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen wieder. Die sechste Lebensbereich zeigt die Pflichten, Arbeit und Gesundheit, hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier. Die siebte Lebensbereich ist die Partnerschaft. Wenn du das anschaust, das liegt genau gegenüber wie ein Spiegel. Und in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, als Neugeborenen schaust in diesen Spiegel und erblickst deinen Seelenpartner. Die Kleinkinder haben noch diese Erinnerungen. Später ist aber alles im Unbewussten. Aber deine Seele, dein Unbewusstsein weiß das ganz genau. Dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Zwillinge. Die achte Lebensbereich ist der Bereich die Transformation. Auch Pluto-Energie, also die Sexualität. Aber in diesem Lebensbereich sind auch Finanzen, das Geld von Partner oder Erbschaften oder Ämter, besonders wenn es um Investitionen geht oder Steuer, alles was mit Geld zusammenhängt. Man könnte sagen, hier sind die Tabuthemen. Tabuthemen, Tod, Geld, Sexualität. Dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Krebs. Neunter Lebensbereich liegt Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprachen, Studium, aber auch innere Reise, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Löwe. Dann sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone des Baumes. Das Höchste, was man erreichen kann, wie du deine Ziele erreichst. Hier liegt auch die Anerkennung, Ansehen, die Berufung. In diesem Bereich liegt auch die Berufung. Dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Jungfrau. Im 11. Lebensbereich liegen die Wünsche, Hoffnungen, aber auch Freundschaften und soziale Kontakte, auch Begegnungen mit gleichgesinnten Menschen, da sich einschließen wie ein Verein oder eine Partei zu gründen. Hier ist die Tierkreiszeichen Waage. Und der letzte Bereich ist die Geheimnisse, karmische Themen, tiefe Geheimnisse, die Ursache, die Krankheiten. Hier liegt die Tierkreiszeichen Skorpion. In deinem Geburtshoroskop befindet sich die Sonne in Tierkreiszeichen Jungfrau. Also ich muss die Sonne hier in Tierkreiszeichen Jungfrau zuordnen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Also ich setze die Mondenergie hier zum Tierkreiszeichen Skorpion. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Ich setze die Mars-Energie hier zum Tierkreiszeichen Krebs. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau.
Ich setze hier zum Tierkreiszeichen Jungfrau. Jupiter ist im Tierkreiszeichen Zwillinge. Ich setze Jupiter zum Zwillinge. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau. Ich setze Venus zum Jungfrau. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Neptun im Tierkreiszeichen Skorpion. Pluto im Tierkreiszeichen Jungfrau. Aszendent zeigt deine Persönlichkeit, das ist Schütze, auch dein Aussehen. Sonne symbolisiert dein Selbst, das ist Jungfrau, klug, bescheiden. Mond symbolisiert deinen Gefühlen, das ist im Skorpion, das ist eine Wandlung. Aber hier ist wichtig, die innere Kraft dieser Pluto-Energie zu entdecken. Mars befindet sich im Krebs. Mars-Energie zeigt, wie du dich durchsetzt im Leben. Und das ist immer gefühlsvoll. Auch beachtest die Gefühle von anderen, manchmal durch Umwegen. Mars bedeutet auch der Mann. Und das soll gefühlsvoll sein, familiär sein, das sind deine Wünsche. Merkur ist der Planet der Handlungen, Kommunikation, das ist die Jungfrau, sehr klug. Merkur herrscht auch über die Tierkreiszeichen Jungfrau, also du bist intelligent, klug, lernfähig. Jupiter zeigt deine innere Größe und bringt Glück. Befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge, hier im Bereich Partnerschaft. Venus ist eine weibliche Energie im Jungfrau, beeinflusst deine Berufung, das ist Kreativität, kann auch Selbstständigkeit bedeuten. Saturn zeigt deinen Schicksalsweg, aber auch deine Lernaufgabe liegt im Ausland, im Löwe. Und das bedeutet, Löwe, zu dein Selbst zu stehen, dich im Mittelpunkt zu stellen, das ist die Lernaufgabe. Und die alten karmischen Themen hier im Tierkreiszeichen Fischen, deine Seele hat aber einen Schicksalsweg ausgesucht und das hilft dir, diesen Schicksalsweg zu gehen, dich zum Entwickeln und es liegt ganz oben in Tierkreiszeichen Jungfrau. Dieser Bild zeigt bildhaft dein Geburtshoroskop. Das bleibt stehen. Das ist einzigartig, ein Geburtshoroskop, wie ein Fingerabdruck. Da ändert sich nicht. Das ist ein Plan. Deine Seele hat diesen Schicksalsweg ausgesucht. Das ist das goldene Weg. Und dein Leben bleibt aber nicht stehen, sondern du machst Lebensschritte und dann sind die 7 Jahren Perioden, Lebensabschnitte. Und so machen wir unsere Schritte, das beginnt immer im Aszendent, im Geburtsmoment. Und hier zeigt die Kindheit und so machen wir unsere Lebenserfahrungen. Zurzeit bewegst du dich in diesem Boden, in Tierkreiszeichen Zwillinge. Nicht nur du änderst dich und machst du Lebensschritte, sondern die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt übersetzt beweglichen Sternen und Wandelsternen. Sonne, Mond bewegt sich auch, aber bei Sonne ist das nicht ganz korrekt.
weil die Bewegung macht unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Sonne die Bewegung macht. Wir sprechen auch über Sonnenbewegung. Und das schauen wir an, wie bewegen sie sich? Jedes Mal aktiviert bei dir etwas. Das ist die Grundlage. Du siehst, welchen Lebensbereichen fließt Energie. Das ist wichtig, wichtigen Themen. Natürlich deine Persönlichkeit, ganz klar. Auch die Partnerschaft auch. Wo wichtig ist, weil Energie fließt, das ist dein Ansehen, deine Ziele zu erreichen und die Berufung zum Leben. Dann die Transformation ist wichtig, Ausland ist wichtig, Freundschaften sind sehr wichtig und hier die Geheimnisse zu erforschen oder karmische Themen sind auch wichtig. Die äußeren Planeten habe ich gar nicht erwähnt. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen. Neptun, die Neptun-Energie zeigt unseren Träume. Das ist die künstlerische Begabung und das hast du karmisch gesehen, das hast von früheren Leben. Manchmal ist bei Neptun etwas undurchschaubar, unklar. Und bei Pluto-Energie geht es um inneren Kraft. Hier die Pluto-Energie, also mit deiner eigenen Kraft kannst du deine Selbstständigkeit aufbauen, deine Berufung leben. Und jetzt schauen wir an Januar 2019. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, bleibt ganze Jahr in Tierkreiszeichen Widder. Also die Uranus-Bewegung ist hier. Und das hat einen Einfluss auf Bereich Kinder oder deine Kindheit, zeigt aber auch deine schöpferische Kraft. Und hier kommen Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist bis 6. Januar rückläufig. Da kommen karmische Erinnerungen oder bremst etwas in deine schöpferische Kraft oder bei Lebensfreude, etwas werft dich zurück. Ab 7. Januar wird Uranus direktläufig und ändert sich die Richtung, kommt mehr Bewegung. Die karmischen Knoten, und das ist die Suche nach Platz des Lebens, Suche, die Aufgabe, ist im Tierkreiszeichen Krebs. Hier aktiviert bei dir karmisch etwas. Das kann eine männliche Person sein und du befindest dich in einer Wandlung. Venus befindet sich Januar in Tierkreiszeichen Waage und hat einen Einfluss auf Freundschaften, aber auch die Hoffnung in die Liebe, Partnerschaft. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und Jupiter zeigt deine Größe, aber auch die Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auch auf den Ungerechtigkeiten. Und hier in diesem Bereich sind karmische Themen, das Verborgene, die Geheimnisse. Und hier liegen auch unsere geheime Feinde. Und da öffnet sich dein Auge, weil etwas ist da, was du als ungerecht empfindest. Sonne, Merkur, Saturn und Pluto befinden sich im Schütze. Saturn, Pluto, Sonne und Merkur. All das wirkt auf deine Persönlichkeit, auf dein persönliches Umfeld. Du hast hier Lernaufgabe. Erteile dir die Saturn-Energie. Steh zu dir selbst.
Pluto zeigt etwas. Bleib in deiner inneren Kraft. Alles loslassen, verabschieden, der deine Kraft raubt. Also bleib konzentriert. Sonne öffnet deine Augen, zeigt auch deinen Glanz. Merkur, Energie, zeigt die Kontakte, die Verbindungen. Die absteigende Mondknoten, was alten karmischen Erinnerungen hervorruft, natürlich gleichzeitig auch Lernaufgaben, ist in Tierkreiszeichen Steinbock, hier im Bereich Werte, Wertschätzung und Finanzen. Das heißt, hier karmischen Themen, alten Erinnerungen aktiviert ein Thema, was für dich jetzt zurzeit wichtig ist, zu deinen Werten stehen. Und verlangen die Wertschätzung und um deine Finanzen kümmern. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Hier ist die Neptun-Energie. Und Neptun hat viele Bedeutung. Das sind unsere Träume, unsere Visionen, auch die Kreativität, Spiritualität. Das ist wie eine Quelle. Und es kommt von unserem Inneren, zeigt auch unsere Träume. Und das ist in diesem Bereich, dritter Lebensbereich, durch Internet, Begegnungen, Verwandte, die Kontakte. Aber Neptun ist sehr geheimnisvoll und manchmal erscheint das alles so undurchschaubar zu sein, wie eine Wolke drauf, wo man nicht orientieren kann. Also das kann auch in diesem Lebensbereich, so lange bis Neptun hier wirkt, auch bei dir was auslösen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und das wirkt auf deine Wohnsituation. Das bedeutet erstens, du brauchst den Rückzug, die Ruhe, zu Hause zu sein, weil du brauchst diese Kraft. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person dich besucht. Und Mars-Energie bedeutet noch etwas, die Kraft einsetzen. Der Lebensbereich, wo du deine Kraft einsetzt, ist deine Wohnsituation. 6. Januar ist Neumond in Tierkreiszeichen Schütze und das bedeutet, die Licht in unserem Inneren suchen und finden, ein gewisser Rückzug, Meditation im Schütze. Natürlich trifft das dich persönlich, das mit Klarheit zu bekommen, was sagt deine inneren Stimme, wie sollst du die Entscheidungen treffen und natürlich auch dieser Rückzug zum Ruhe kommen. 14. Januar ist Halbmond und Halbmond ist immer eine Spannung und das erlebst du dort, wo die Tierkreiszeichen Fischen ist und das ist deine Wohnsituation. Das ist nur ein Tag, also das geht schnell vorbei. 21. Januar ist Vollmond. In indischen Astrologie heißt es, das Weg wird beleuchtet, wir haben Klarheit, also bringt uns Glück. Und dieser Vollmond ist in Tierkreiszeichen Zwillinge, mehr Klarheit im Lebensbereich Partnerschaft. 27. Januar ist Halbmond, Spannung im Jungfrau und das trifft deine berufliche Situation. Februar 2019. Uranus bleibt in Tierkreiszeichen wieder. Die beiden Mondknoten, diese karmischen Themen, bleibt auch Krebs und Steinbock. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion. Venus ist in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn und Pluto bleibt im Schütze
und dann kommt Venus. Hier handelt es sich um deine Ausstrahlung, dein Auftreten, dein Aussehen, und das ist die weibliche Energie. Das bedeutet, das wird wahrgenommen. Kann auch bedeuten, dass du Februar dann etwas veränderst in dein Aussehen. Neue Frisur oder anderen Kleider. Also du achtest auf dein Aussehen. Oder wirst du auch anderes wahrgenommen. Sonne Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, wirkt auf deine Finanzen. Also mehr Klarheit im Finanzbereich, aber Sonne bedeutet auch das Selbst, und hier handelt es sich auch bei zweiten Lebensbereich um Selbstwertgefühl, und durch Merkur sind Handlungen, Verträge und kann Themen sein mit Finanzamt, Banken, also etwas im Finanzbereich in Ordnung bringen. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion. Venus ist im Schütze, das habe ich gesagt, genau, Sonne und Merkur hier im Steinbock. Neptun bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann und Mars bleibt in Tierkreiszeichen Fischen. 4. Februar ist Neumond in Tierkreiszeichen Steinbock. Verinnerlichen deinen eigenen Werten, Selbstwertgefühl und nachdenklich sein, was die Finanzen betrifft. 12. Februar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Widder, und das ist Spannung, Spannung mit Kindern, oder du möchtest etwas gestalten und das klappt nicht, da sind Hindernisse, Einflüsse von außen, gewisse Nervosität. 19. Februar ist Vollmond in Tierkreiszeichen Krebs, und das ist mehr Klarheit in diesem Bereich mit den männlichen Personen, oder ändert sich etwas, das ist eine Wandlung. 26. Februar ist Halbmond im Waage, wieder Spannung, Nervosität, was die Freundeskreis betrifft. März 2019, Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Also hier ist die Mars-Energie und befindet sich hier im Widder und wirkt auf den Bereich Kinder, und hier liegt auch die schöpferische Kraft und auch das Leben genießen. Mondknoten bleibt Krebs und Steinbock. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion. Saturn, Pluto bleibt im Schütze. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Venus-Energie hier in Tierkreiszeichen Steinbock. Und es ist wichtig, in dieser Zeit auf deinen Werte achten, dein Stolz bewahren als Frau und auf dem Geld achten. Wenn du etwas Schönes siehst, und es ist vermutlich mit Venus-Energie, ein Lippenstift oder ein schönes Kleid, dass du hier Geld ausgibst, aber sollst darauf achten, dass das nicht zu viel ist. Die Bedürfnis ist da, etwas Schönes zu kaufen. Und wenn das in dein Herzen liegt, dann kauf etwas Schönes für dich. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Die Sonnenenergie gibt die Klarheit über etwas im Internet oder mit Verwandten,
Bekannten dieser Kontakt kommt die Wahrheit ins Licht. Und natürlich bedeutet das auch eventuell eine kleine Reise, kleinere Veränderungen oder Schulungen, Prüfungen. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur befindet sich im vierten Lebensbereich und hier kommen Gespräche, Kontakte, eventuell ein Vertrag ist auch möglich. Am 6. März wird Merkur rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet dann, dass alles geht etwas zurück, es wird etwas gebremst. Und es sind Gespräche über die Wohnsituation. Aber bedeutet diese Rückläufigkeit auch Vergangenheit oder karmischen Themen. 6. März ist Neumond in Tierkreiszeichen Wassermann. Wieder in diesem Tag zurückziehen, nach innen schauen, Klarheit bekommen über die Situation, wo dieser Lebensbereich steht. 14. März ist Halbmond in Tierkreiszeichen Stier und das bedeutet Spannung im Arbeitsplatz. 21. März ist Vollmond in Tierkreiszeichen Löwe. Das hat mit Ausland etwas zu tun und die Vollmond beleuchtet etwas mehr Klarheit, mehr Orientierung. Und 28. März ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Spannung und es kann innere Unsicherheit sein, Nervosität oder du hast das Gefühl, du hast geheime Feinde hier mit Mondenergie, vielleicht in diesem Tag auch Spannung mit deiner Mama. Ist auch möglich bei Mondenergie. April, Uranus bleibt in Tierkreiszeichen Widder, Mars ist in Tierkreiszeichen Stier. Das heißt, Mars übergeht hier im nächsten Lebensbereich und das bedeutet Arbeit. Natürlich brauchst du hier Kraft, wirst du dich einsetzen und zeigt sehr viel Energie. Du bewirkst etwas beruflich, kann auch eine männliche Person sein, wo ein wichtiger Kontakt da ist im beruflichen Umfeld. Mondknoten ändert sich die Position. Die absteigende Mondknoten übergeht im Tierkreiszeichen Schütze und wirkt auf deine Persönlichkeit, dein Auftreten und bleibt hier. Die absteigende Mondknoten bleibt dann bis Jahresende hier im Schütze, wirkt auf dich persönlich. Es werden karmische Themen aktiviert. Hier bei Ketu handelt es sich um Vergangenheit und karmische Erinnerungen. Rahu ist der neue Weg, die neue Richtung, eine neue Orientierung. Aktiviert hier deine Partnerschaft und bleibt ganzes Jahr hier im Zwillinge. Karmische Themen in die liebe Partnerschaft ab April. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, bringt dir Glück. Saturn, Pluto bleibt. Merkur ist rückläufig und kehrt zurück zum Tierkreiszeichen Wassermann. Kontakte im Internet, Schulungen, Prüfungen, Kontakte mit Verwandten, Bekannten oder eine Nachricht. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, dann zeigst du deine Kreativität oder bist du da als Frau wahrgenommen. Neptun bleibt im Wassermann und Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Fischen, brauchst mehr Klarheit um deine Wohnsituation, bedeutet auch Fundament, Basis.
hier hast du diese Kraft, brauchst du auch. Und Sonne symbolisiert dein Selbst. Und du brauchst dieses Selbstvertrauen in dieser Zeit. Am 11. April wird Jupiter rückläufig. Am 25. April wird Pluto rückläufig. Am 30. April wird Saturn rückläufig. Am 5. April ist Neumond in Tierkreiszeichen Fischen. Zurückziehen, etwas verinnerlichen, brauchst die Ruhe, die Kraft und nachdenken an deine Wohnsituation. 12. April ist Halbmondspannung im Zwillinge, also in die Liebe, Partnerschaft. 19. April ist Vollmond, den Weg wird beleuchtet, hast du Klarheit in Waage bei Freundeskreis, Bekanntenkreis. 26. April ist Halbmondspannung in Tierkreiszeichen Steinbock und das hat mit Finanzen etwas zu tun. Mai 2019, Uranus bleibt im Widder und Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Das ist eine schöpferische Kraft und bist kreativ. Mars ist im Tierkreiszeichen Stier, also bleibt hier im Stier. Die beiden Mondknoten bleiben, Schütze, Zwilling. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion, wieder die Verborgenen und öffnet dein Auge auf Ungerechtigkeiten. Auch karmischen Themen. Saturn ist rückläufig, Pluto ist rückläufig, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auch dein Aussehen. Neptun bleibt im Wassermann. Merkur, Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Das sind Gespräche, Kontakte mit Frauen oder du verschönerst etwas in Wohnsituation. 4. Mai ist Neumond im Widder. Wieder Rückzug, etwas verinnerlichen, es handelt sich um Kinder oder dein inneren Kind. 12. Mai ist Halbmond, also Spannung in Tierkreiszeichen Krebs. Hier in diesem Bereich, hier liegt dein Geburtsmars, also das hat auch mit deiner männlichen Person etwas zu tun. Also kann bedeuten, dass hier aktiviert dann dein Mars und entsteht da eine gewisse Spannung. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Da kommt mehr Klarheit, Orientierung über deine Wünsche, Hoffnungen und über die Freundschaften. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock und wieder auf die Finanzen achten. Juni 2019, Uranus ist im Widder, Venus ist auch im Widder. Also die Venus-Energie ändert sich, übergeht im Widder. Und hier zeigt deine Kreativität, Lebensfreude, Glück, Kreativität. Sonne ist im Stier, Merkur ist auch im Stier. Merkur ist im Stier, Gespräche im Arbeitsplatz, Sonne ist auch im Stier, mehr Klarheit im Arbeitsbereich, auch Lebenskraft, das unterstützt auch deine Gesundheit und bei Merkur geht es um Verträge, Termine, Gespräche, einiges in Bewegung hier im Arbeit. Mars ist im Zwillingen und das ist eine männliche Person, also übergeht hier und aktiviert natürlich deinen Partnerschaftsbereich
im Horoskop. Also kommt der Mann auf dich zu. Jupiter ist rückläufig im Skorpion, karmischen Themen. Was wichtig ist, Saturn, Pluto und Ketu, diese karmischen Knoten, stehen in eine enge Verbindung im Schütze, wirkt auf deine Persönlichkeit. Neptun bleibt in Wassermann. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. Zurückziehen, überlegen, was kannst du beruflich verbessern. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Nervosität, Unruhe von Ausland, Auslandskontakte oder Unsicherheit. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Die Geheimnisse oder ein Geheimnis wird gelüftet. Die Wahrheit kommt ins Licht. Vollmond beleuchtet das. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, Unruhe, Unsicherheit zu Hause im häuslichen Bereich. Juli, Uranus bleibt im Widder, Sonne und Venus ist im Zwillinge, aktiviert die Bereich Partnerschaft, Sonne und Venus ist im Zwillinge. Mars und Venus, beide Liebesplaneten, stehen im Partnerschaftsbereich. Sonne gibt die Klarheit. Etwas klärt sich auf in die Liebe-Partnerschaft. Mars und Merkur ist im Krebs. Genau, ich muss mich orientieren. Mars und Merkur ist im Krebs. Dein Geburtsmars ist auch hier, also ein Mars-Wiederkehr. Da ändert sich etwas, kommen Veränderungen und Gespräche und Nachricht ist zu erwarten. Jupiter bleibt hier. Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt im Wassermann. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Dieser rückläufige Merkur bremst etwas. Hier die ämtlichen Terminen, Verträgen wird etwas gebremst, verlangsamt das alles. Aber dieser rückläufige Merkur bedeutet, jemand kehrt zurück von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond im Zwillingen, ein Rückzug, verinnerlichen, wie geht es weiter in die Partnerschaft. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, Unsicherheit im Arbeitsplatz. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Ein Mondfinsternis findet immer im karmischen Knoten statt und hier die Vollmond natürlich, diese karmischen Themen wird sehr spürbar sein. 25. Juli ist Halbmond in Fischen und das bedeutet Unsicherheit, Nervosität, Unruhe in Wohnsituation. August, Uranus bleibt im Widder, Merkur ist in Zwillinge. Natürlich ist Merkur rückläufig, kehrt zurück in Zwillinge. Also ein Nachricht und das trifft die liebe Partnerschaft. Sonne, Venus, Mars im Krebs. Das ist eine Wandlung und mehr Klarheit in die Beziehung. Natürlich, hier gibt es auch die Sexualität in diesem Bereich und bei Mars und Venus. Natürlich kann man diese Intimität auch beschreiben. Jupiter ist rückläufig im Skorpion, Saturn, Pluto, Ketu, diese karmischen Knoten bleibt im Schütze.
Neptun ist rückläufig im Wassermann. 12. August wird Jupiter direktläufig, ändert die Richtung und das spürst du, Sieg über deinen geheimen Feinde oder erkennst du etwas, geht es dir auch seelisch besser. 12. August, im selben Tag, wird Uranus rückläufig, hier im Bereich Kinder. 1. August ist Neumond im Krebs. Du wirst etwas verinnerlichen, suchst deine inneren Kraft, die inneren Klarheit. Liebe, Partnerschaft ist hier die Thema, auch Sexualität, hier befindet sich eine Art Wandlung. 7. August ist Halbmond im Waage. Unsicherheit, Nervosität im Bereich Freundeskreis. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Klarheit über die Finanzen oder klären etwas finanziell. 23. August ist Halbmond im Widder. Das sind Erinnerungen, auch karmischen Erinnerungen oder was mit den Kindern betrifft, eine gewisse Unsicherheit oder du hast das Gefühl, du möchtest etwas gestalten, das klappt nicht. 30. August ist Neumond im Löwe, wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist die königliche Stern, das Herz der Löwen, hör auf dein Herz. Und mach diesen Weg, die Richtung ist Ausland. September. Uranus ist rückläufig in Tierkreiszeichen Widder. Die karmischen Knoten bleiben. Sonne, Merkur, Mars und Venus befinden sich in Löwe. Also Merkur, Venus, Mars und Sonne, alles ist im Löwe. Es ist eine Reise möglich oder Auslandskontakte, mehr Klarheit, Kontakte, Verbindungen. Also Sonne gibt die Klarheit, Mars, Venus ist die Liebe, Merkur ist die Gespräche oder eine Reise. Es ist möglich, dass du eine Reise machst im Ausland. Jupiter ist direktläufig in Tierkreiszeichen Skorpion. Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt in Wassermann. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten und beeinflusst dein Schicksal. 6. September ist Halbmond in Skorpion und das ist eine gewisse Unruhe, Nervosität, eine innere Unruhe. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Mehr Klarheit, mehr Orientierung im Internet, die Kontakte mit Verwandten, kommt die Wahrheit ins Licht. 22. September ist Halbmond im Stier, Unsicherheit, Nervosität im Arbeitsplatz. 28. September ist Neumond im Löwe, etwas verinnerlichen, was bringt dir diese Reise oder was erwartet dich im Ausland? Oktober 2019, Uranus ist rückläufig, bleibt im Widder, die karmischen Knoten bleibt Schütze und Zwillinge. Sonne, Mars, Venus ist in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und hat einen Einfluss auf deine berufliche Situation und dein Ansehen. Sonne, Mond, nee, Sonne, Mars und Venus, genau. Sonne, Mars und Venus im Jungfrau und Merkur ist in Waage. Hier sind Kontakte mit Freunden, Bekannten oder schließt du einen Vertrag ab,
ein Verein, zum Beispiel Sportverein, ist auch möglich. Jupiter bleibt hier in Skorpion, Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt in Wassermann. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Das ist innere Unsicherheit. Du weißt nicht, sollst du zeigen etwas oder bist unsicher mit deinem Auftreten oder dein Aussehen. Dann kommt dieser Zweifel. 13. Oktober ist Vollmond in Tierkreiszeichen Fischen. Etwas klärt sich in deiner Wohnsituation. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge, bist unsicher, was die Partnerschaft betrifft. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, du verinnerlichst es, was du beruflich noch erreichen möchtest. November 2019, Uranus ist rückläufig, bleibt im Tierkreiszeichen wieder die beiden karmischen Knoten bleibt, Schütze, Zwillinge. Mars ist im Tierkreiszeichen Jungfrau, also bleibt im Jungfrau. Sonne ist im Tierkreiszeichen Waage. Die Wahrheit kommt ins Licht bei Freundschaften oder ist mehr Klarheit, was deine Wünsche betrifft. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Geheimnisse in die Liebe, Partnerschaft. Und Merkur ist auch in Skorpion. Merkur ist rückläufig. War rückläufig, ändert sich die Richtung und Merkur übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion. Saturn, Pluto bleibt im Schütze. Neptun bleibt auch im Wassermann. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Das heißt, die Verträge, die Termine wird gebremst, geht nichts voran. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch Nachricht von jemand von Vergangenheit oder alten Themen nochmal klären, ansprechen. Ab 21. November wird dann Merkur direkt läufig. 28. November ändert sich Neptun, die Richtung wird direkt läufig. Neptun in Tierkreiszeichen Wassermann. 4. November ist Halbmond im Steinbock, auf die Finanzen achten, nicht investieren, nicht kaufen. 12. November ist Vollmond im Widder, mehr Klarheit, was die Kinder betrifft oder deine Kindheit, bedeutet auch, du lebst deine schöpferische Kraft. 19. November ist Halbmond im Tierkreiszeichen Krebs. Hier bei diesem Bereich die Wandlung, das ist eine gewisse Nervosität, dein Geburtsmars liegt da, das hat auch mit einem Mann zu tun oder du verlierst die Kraft in dieser Zeit, also nur ein Tag, das ist nur so Tagesenergie. 26. November ist Neumond in Tierkreiszeichen Waage. Und das ist Rückzug von Freunden, Bekannten, eher meditieren, was sind deine Wünsche, Sehnsüchte, das mal verinnerlichen. Dezember 2019, Uranus bleibt, die Mondknoten bleibt auch, Mars und Merkur ist im Waage. Merkur ist rückläufig, war rückläufig Zwischenzeit, also Merkur, Mars im Waage. Das sind Gespräche im Freundeskreis oder Verbindung zu einer männlichen Person. Kann auch das deine Kraft bedeuten, du meldest dich an in einen Sportverein, kann auch bedeuten. Sonne ist in Tierkreiszeichen
Skorpion, es kommt ein Geheimnis ins Licht oder du schaust hinter den Kulissen, du erkennst etwas, die Geheimnisse, oder du spürst deine innere Kraft, wenn du in deine tiefer inneren schaust, einen gewissen Rückzug. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Schütze. Du fühlst dich groß oder sollst du mit deinen Größen bewusst sein. Venus ist auch im Schütze. Du lebst auch deine Weiblichkeit. Es kommt auch ins Ausdruck. Saturn und Pluto bleibt auch. Neptun im Wassermann bleibt auch. 4. Dezember ist Halbmond, eine gewisse Nervosität, was die Verwandten betrifft oder deine Umgebung oder Internetkontakte. 12. Dezember ist Vollmond im Tierkreiszeichen Stier, mehr Klarheit in deiner beruflichen Situation. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, eine gewisse Unsicherheit, was die Auslandskontakte betrifft. Und 26. Dezember ist Neumond im Schütze und das bedeutet, mit deinem Selbst bewusst zu sein, zurückziehen, meditieren, wie möchtest du, was möchtest du überhaupt verändern in deiner persönlichen Umgebung oder in deiner Persönlichkeit. Liebe Ariana, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.